Hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zu meinem Let's Play Far Cry Primal. Wir machen wie immer an der Stelle weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und zwar möchte ich jetzt zu dem Lagerfeuer und dann die nette Dame erreichen. Da ist schon wieder ein Bär und wenn ich jetzt drauf gehe, springe ich im Dreieck. Nee, Quatsch. Also ich habe mir auf der Karte schon eine Markierung gesetzt. Und da werden wir jetzt versuchen. Oh, ja, mach du mal. Tschüss. Einfach instant abgehauen. Hundi, kommst du bitte mit? So geht's natürlich auch. So, ich muss in die Richtung auf jeden Fall. Und ich rutsche hier einfach mal runter. Prima. Das hat mich jetzt wahrscheinlich wieder einen Haufen Zeit gekostet, dass ich hier runtergerutscht bin. Nee, gar nicht. Jo. Ich würde dann, wie gesagt, gerne zu dem Lagerfeuer. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich da am besten hinlaufe. Ich glaube, außenrum ist... Oh, der Bär schon wieder. Oh, Freunde, ich will nicht schon wieder sterben. Ja, jetzt ist der Wolf tot, ist mir egal. Also ist mir nicht egal, aber in dem Moment... muss ich sehen, dass ich es überlebe. Und hier sind schon wieder ganz viele... Udam, wo kommen die denn her? Ich habe das doch eben schon alles down gemacht hier. Stirb. Du auch. Oh. Jetzt möchte ich gerne den Hund wieder... den Hund sage ich schon. Den Wolf wieder beleben, aber ich habe... Ach, der lebt noch. Ah ne, der kann hier nicht hergerufen werden, okay. Stirb. Stirb. Kopfschuss. Nice. Okay, ist down. Oder sind alle down? Ich sammle schön meine Sachen ein. Ist der Bär noch in der Nähe? Jetzt liegt der Hund da. Der Wolf. Oh Gott. Können wir uns einfach darauf einigen, dass, wenn ich Hund sage, ich Wolf meine. Ich meine, ich hätte das eben schon mal gesagt. Aber das ist jetzt unser, einfach unser Hund. Oh, jetzt ist er down. Ist der... Ach, ich dachte, das ist ein Stein. Ich habe gedacht, das wäre der Bär. Okay. So, wie gesagt, der Plan ist jetzt, außen rum zu laufen. Hier war doch gerade schon wieder ein Udam. Aber jetzt kann ich die Bestie wiederbeleben. Nice, cool. Dann ist der Wolf wieder da. Unser Wolfhund. Jo, und wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken. Hier ist ein Weg auf der Karte. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich hoffe, hier müssen wir lang. Wobei, es ist doch in eine ganz andere Richtung. Was ist denn hier schon wieder? Eine Schlange? Gibt's Schlangen? Leute. Okay. Ich muss gerade nochmal die Karte öffnen. Das tut mir jetzt übelst leid. Ja, aber ich muss doch hier an dem Berg entlang. Ich laufe nochmal hier lang. Ah, da führt kein Weg rein. Ich hätte gerne den Greifhaken, Mann. Das wäre wesentlich angenehmer. Oh, da ist ein Grünblatt. Oder so. Oder ein Blaublatt. Ne, ein Grünblatt. Nehmen wir mit. Ich meine, damit kann man sich heilen. Hm. Ja, Leute, wir müssen jetzt irgendwie... Müssten wir da drauf kommen, gell? Ja. Das gibt's doch nicht. Kann ich die Kletterkralle vielleicht schon... Nee, kann ich auch noch nicht. Wie heißt denn der Mensch hier? Okay, Wogan, der Handwerker. Das ist doch ein bisschen verzwickter, als ich gedacht habe. Ich glaube, dann muss ich nämlich erst den hier klar machen, damit ich über diesen Berg komme und hier an das Lagerfeuer komme. Dann machen wir jetzt einfach zu dem Außenposten, versuchen den freizuschalten.
Und dann suchen wir ihn hier. Es tut mir leid, wie gesagt, ich habe jetzt geplant, dass wir die hier machen. Aber es scheint nicht anders zu gehen. Du hast das Geschwindigkeitsbooster-Rezept freigeschaltet. Drücke, um das Nahrungsmenü zu öffnen und es dir anzusehen. Sammle Fleischpflanzen, um das Nahrungsrezept herzustellen. Hilf Saya weiter, um neue Rezepte freizuschalten, die dich sowohl heilen als auch mit temporären Fähigkeitsboostern versorgen. Okay. Gucke ich mir das mal an. Oh, schön. Wusste ich auch noch nicht. Essen bei voller Gesundheit nicht möglich. Fehlende Zutaten, fehlende Zutaten. Okay. Dann, ich habe das jetzt als schnelles Heilen festgelegt. Jo. Wird schon passen. Muss ich mich auch nochmal einarbeiten in die Materie. Aber alles mit der Zeit. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang von dem Spiel. Und ich hoffe, es gefällt euch doch dennoch, obwohl ich jetzt ein bisschen umschweifen musste. Und jetzt schon wieder ein paar Minuten vergangen sind, obwohl wo nichts passiert ist. Aber wie gesagt, ich finde, das gehört dazu. Kann ich jetzt hier runterklettern? Nee. Da muss ich einen anderen Weg nach unten finden. Ich habe nämlich jetzt so die dumme Befürchtung. Ich probiere es einfach, hier runter zu rutschen. Was soll passieren? Scheiße. Ja, nice. Ich habe kein Leben verloren. Das war gut. Ich hoffe, unser Hundi kommt mit. Unser Wolf, nicht unser Hund. Oh, ich sollte einfach die Klappe halten. Wenn ich Wolf sage, dann ist halt Hund gemeint oder andersrum. So, ah, okay, wir sind an dem Schnellreisepunkt. Super schön. Hätte ich vielleicht auch machen können, aber ich glaube, der Ladebildschirm hätte mindestens genauso lang gedauert, wie wenn ich jetzt hier ganz normal... ich glaube, das ist ein bisschen zu tief, oder? Was soll's, Leute? Risiko. Entweder sterbe ich oder nicht. Aber er rutscht hier ganz geschmeidig runter. Das funktioniert einwandfrei. Prima. Ja, hier dürften wir dann auch runterkommen. Ganz easy. Juhu, sehr gut. Oh, bitte kein Bär. Wenn da einer von euch einen Tipp hat, dann bitte auch als her damit, wie ich so einen Bären oder wie ich am besten mit den Bären umgehe. Ob da wirklich Flucht momentan die einzige Möglichkeit ist oder ob ich, weiß ich nicht, die irgendwie betäuben kann oder mit einer speziellen Waffe down bekomme. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Ja! Sehr, sehr nett von euch. Nett, 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 nett. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Wow. Okay, ich habe Leben verloren, habe ich gesehen, aber ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal gut. So, Außenposten sind feindliche Lager, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erobere sie alle, um Oros zu einem sicheren Ort für die Venger zu machen. Okay, ich lese das jetzt nicht alles durch. Ihr könnt wieder Pause drücken. Das war jetzt, glaube ich, relativ unwichtig. Ich rufe mal die Eule, wie es mir empfohlen wird. Und ich habe doch eben irgendwas freigeschaltet. Meine ich zumindest in den Fähigkeiten, dass ich die Gegner hier angreifen kann, oder? Ah ja. Nice. Ah, okay, jetzt kann ich aber nichts weiter mehr machen. Und da oben rechts habe ich gerade gesehen, wird die Eule angezeigt. Also ich kann die dann nur für eine, oder ich kann die dann für eine gewisse Zeit nicht benutzen. Die Typen sind, glaube ich, schwer gefährlich. Die sollte ich immer als erstes ausschalten. Mit dem Blitz über dem Kopf. Jo, nice Headshot. So, ganz ruhig. Kurz den Jägermodus anmachen. Ich weiß zwar nicht, ob es großartig was bringt. Jawoll, Hundi. Ich
Geh mal auf Nahkampf. Der ist down. Komm. Bisschen heilen. Ja. Die Animation könnte man ein bisschen schneller gestalten, wie ich finde. Aber okay. Jetzt sehe ich nichts. Es ist zu dunkel. Ich renne einfach mal mitten rein. Komm, komm, komm. Wo ist er denn? Ach, da oben auf dem Dach. Kann ich das irgendwie zerschlagen hier, damit er da runterfällt? Mega. Ah, ich habe eigentlich gedacht, ich zerstöre jetzt die Hütte und der fällt da unten runter. Ja. Was denn jetzt? Hallo? Ach, ich habe den Außenposten schon erobert. Ah, okay. Okay, ich habe jetzt schon Sorge gehabt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und wieder von neu anfangen muss oder ich sterbe oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, nice. Das freut mich. Sind das jetzt Udam oder Venger? Ja, das sind Venger. Prima. Schön, schön, schön. Das hat auch schon mal funktioniert. Was ist hier los? Hier knurrt doch irgendwas. Ich sehe nur leider nicht was. Ich würde es gerne zähmen, wenn es geht. Hallöchen. Kuckuck. Also ihr hört das Knurren auch, glaube ich. Ich werfe jetzt einfach mal kurz hier Köder hin. Oh, ah! Jetzt habe ich es verstanden. Oh, wow, 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 wow. Ich habe keine Köder mehr. Nett, 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 nett. Herstellen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich möchte den Wolf gerne zähmen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. R1. So. Hört auf! Hört auf damit! Okay. So viel zum Thema zähmen. Okay, er hat ihn gehäutet. Die Animation kam noch nicht. Oh, Leute, warum habt ihr den jetzt? Naja. Ich werde es wahrscheinlich mit der Zeit dann noch hinkriegen, die zu zähmen. Andere Tiere zu zähmen. Wahrscheinlich wieder irgendwann dann, wenn ich es nicht erwarte. Was geht hier so? Schön, schön, schön. Jo. Dann würde ich doch sagen, machen wir direkt weiter und versuchen jetzt mal hier grob in die Richtung zu gehen. Hier ist noch ein unbekannter Ort. Ich mache einfach mal den Wegpunkt zu dem Handwerker, damit wir endlich mal unser... Ja, okay, alles klar. Damit wir endlich mal unseren Greifhaken machen können. Klettern, okay. Ich muss nur mal gucken, wie ich hier durchkomme. Ich habe so die dumme Befürchtung, dass ich falsch gehe. Aber wir werden sehen, wo wir rauskommen. Bisschen spannend. Ich möchte jetzt auch keine Keule verschwenden für eine Fackel. Obwohl hier draußen mache ich das jetzt einfach mal. Weil wenn hier und da mal ein Wolf kommt... Da ist ein Wolf. Okay, ich stelle noch mal einen Köder her eben. Oh, jetzt rennt er weg. Nicht wegrennen. Okay, ich renne hinterher. Komm schon, komm schon, komm schon. Haben die Angst vor dem Feuer oder? Weil sonst sind die doch auch immer auf mich drauf. Wow, 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 wow. Oh, ich hab so die dumme... Ja, ja, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, den hätte ich jetzt gern gehabt. Ich glaube, den kann ich aber auch noch nicht zähmen. Hundi. Oh, hör auf. Leute, ich drücke gerade hier alles. Okay. Ein Hirsch. Nehme ich mit.
Das ist aber ein toller Hirsch ohne Geweih. Das sieht mir eher aus wie ein Reh. Naja. Hast du gut gemacht, Hundi? Da freut er sich. Jo, und ich renne jetzt mal in die markierte Richtung. Schade. Genau. Okay, da ist der nächste Wolf. Das sind die nächsten Wölfe. Vielleicht kriege ich den ja jetzt irgendwie gezähmt. Ganz vorsichtig. Ja, das geht. Jo, nice. Schön. Freue ich mich. Auch mal streicheln. Herzlich willkommen in unserem Team Wiggle. Neues Familienmitglied. Schön. Freut mich. Könnte ich die... Habe ich die jetzt beide dabei? Nee, ich meine, man kann immer nur einen mitnehmen. Aber ich möchte jetzt auch gern den mitnehmen, weil der einfach, weil der stärker ist. Der Weißwolf. Okay, dann gehen wir weiter in die Richtung. Da sind wieder Udam oder irgendwas. Ninja! Ja, ja, ja. Ich möchte jetzt aber mal ein bisschen vorwärts kommen, weil wenn ich mich an jedem hier aufhalte, dann kommt man nicht vorwärts. Und da waren außerdem zwei Udam, also die dürften ja wohl mit dem einen Ninja fertig werden. Hoffe ich zumindest. Ansonsten haben wir einen Dorfbewohner weniger. Weil ich kann halt auch nicht überall sein, oder? Also, ich finde... So, machen wir die mal weg. Ich finde, die müssen auch alleine zurechtkommen. So, ich höre hier als eine Schlange oder was. Ich habe jetzt noch keine entdecken können. Aber die gibt es bestimmt auch hier. Und ich habe gehört, es gibt auch Krokodile oder so. Da ist ein Wolf. Hau ab. Ja, genau. Mach dich von dann. Jetzt wird unser Wolf böse. Fischfangrast. Okay. Ist das ein feindlicher Ort oder? Jo. Ruhig. Ganz ruhig. Ist das ein feindlicher Ort? Oder einfach nur ein Ort? Ort oder feindlicher Ort? Das ist hier die Frage. Okay, auf jeden Fall gibt es hier ein Belohnungslager. Was mir jetzt gerade im Moment nicht viel hilft, da gucke ich dann beim nächsten Rastplatz mal wieder rein. Wenn wir dann eventuell neue Sachen herstellen können. Oh, ein Wildschwein. Grüß dich. Aber jetzt möchte ich erstmal dahin gelangen. Zu dem netten Herrn. Und es ist auch nicht mehr so weit. Also wir dürfen es jetzt schaffen, endlich da anzukommen. Oh. Habt ihr die gesehen? Also ich habe die jetzt so gerade aus dem, wo ich gelaufen bin, nicht gesehen. Ich muss unbedingt dran denken, Rotblätter zu sammeln, wenn ich die sehe. Ich habe eben auf der Karte auch nochmal im Augenwinkel gesehen, dass da welche waren. Oder eins zumindest, aber ich war dann zu faul, um zurückzulaufen. Beziehungsweise ich möchte jetzt auch ein bisschen mit euch vorankommen. Damit ihr hier auch nochmal Action habt. Beziehungsweise ich auch nochmal Action habe. Weil ich gerade Bock drauf habe. Komm schon. Unterschlupf der Verlorenen. Oh, nice. Okay, dann kann er ja nicht weit sein, der gute Herr. Muss nur mal sehen, wie ich sicher und heil hier runterkomme. Ich gehe einfach da. Ich gehe einfach nochmal zurück und gucke, ob ich da irgendwie weiterkomme, wo ich gerade war. Ich glaube, das ist der besteste Weg. Vielleicht nicht der besteste, aber der einfachste. Vielleicht auch sogar der einzige. Man weiß es nicht. Jo, das sieht gut aus. So, Freunde. Diese Mission werden wir in der nächsten Folge machen. Habe ich gerade kurzfristig beschlossen. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir hier bei dem Handwerksmeister weiter. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann
unseren Greifhaken herstellen können, damit wir auch Berge beklettern können. Bis dahin sage ich erstmal, tschüssi, bis dann. Macht's gut.